Labradore sind beliebte Hunde, die aufgrund ihrer freundlichen und fröhlichen Art oft als ideale Familienhunde betrachtet werden. Es gibt allerdings einige Trugschlüsse in Bezug auf diese Hunderasse, die zu großen Fehlern führen können. Wenn du einen Labrador hast, solltest du die folgenden 7 Dinge niemals tun. Erstens, vergessen, dass er ein Jagdhund ist. Labradore werden oft als nette Familienhunde betrachtet und das sind sie natürlich auch. Dabei wird aber häufig vergessen, dass sie auch Jagdhunde sind. Das aus den Augen zu verlieren, kann zu Problemen führen. Zum einen, wenn man vergisst, dass in einem Jagdhund ein starker Jagdtrieb stecken kann. Ein Labrador, der eine Ente im Fluss oder einen Hasen im Wald entdeckt, kann auf und davon sein. Und zum anderen, wenn man die körperliche oder geistige Auslastung vernachlässigt, weil man glaubt, dass Schmusen und 3-mal täglich um den Block laufen ausreichen, um die kleine Frohnatur glücklich zu machen, was natürlich weit von der Wahrheit entfernt ist. Zweitens, immer Futter zur freien Verfügung. Ein weiterer häufiger Fehler, der bei der Haltung von Labradoren gemacht wird, ist die Fütterung. Diese Hunde sind bekannt dafür, wirklich, wirklich verfressen zu sein, was schnell dazu führen kann, dass sie übergewichtig werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie viel sie fressen und vor allem kein Futter ständig zur freien Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass der Labby schon aufhören wird zu fressen, wenn er satt ist. Denn darauf kannst du möglicherweise lange warten und dein Vierbeiner legt im Eiltempo an Gewicht zu. Drittens, auf Kinder zu rennen lassen. Obwohl Labradore bekannt dafür sind, freundlich und liebevoll im Umgang mit Kindern zu sein, müssen sie aufgrund ihrer Größe und ihres Temperaments im Umgang mit Kindern häufig gezügelt werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie ein Labrador auf Kinder reagiert, da er die Kleinen versehentlich umrennen oder verletzen könnte. Insbesondere in der Anfangsphase und wenn dein Labby dauerhaft stürmisch und tollpatschig bleibt, solltest du deinen Hund nicht ohne Aufsicht Kinder begrüßen lassen, um Unfälle zu vermeiden. Viertens, Labrador ausschließen. Labradore sind extrem gesellige Tiere und wollen unbedingt dazugehören. Sie eignen sich keinesfalls für Menschen, die einen reinen Arbeitshund suchen, der ansonsten nicht am Leben partizipieren soll. Der Begriff Familienhund ist beim Labrador kein Vorurteil. Er will immer und überall dabei und mittendrin sein. Er will Teil der Familie sein, sucht den Körperkontakt und wird nur schwer akzeptieren, ausgeschlossen zu werden. Fünftens, Labrador als Wachhund holen. Wenn man sich um seine Sicherheit sorgt oder einen Wachhund haben will, um Hab und Gut vor Einbrechern zu schützen, ist ein Labrador gänzlich ungeeignet. Außer natürlich, man kann damit leben, dass der Labby den Einbrecher mit wedelndem Schwanz begrüßt, solange dieser nur ein Stückchen Wurst mitbringt. Die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit, die dein Hund dir und auch anderen Menschen gegenüber zeigt, wenn ihr unterwegs seid, ist sehr repräsentativ für sein generelles Wesen, was ihn zu einem denkbar schlechten Wachhund macht. Selbst bei körperlichen Übergriffen auf seine Familie ist es denkbar, dass der Labrador Gewissensbisse hätte, den Angreifer unter Einsatz seiner Zähne abzuwehren. Zumindest darauf verlassen kann man sich eben nicht. Sechstens, zu kurze Spaziergänge. Labradore eignen sich für Menschen, die aktiv durchs Leben gehen und ihren Labrador gerne mitnehmen, wenn sie losziehen. Den ganzen Tag nur faul herumliegen kann zum Problem werden. Dann arbeiten diese Hunde ihre Energie häufig an der Wohnung ab und zerstören Einrichtungsgegenstände. Dieses Fehlverhalten ist in den meisten Fällen keine grundsätzliche Verhaltensstörung des Hundes, sondern auf mangelnde Auslastung zurückzuführen. Ein Labrador muss raus in die Natur. Er liebt lange Spaziergänge durch den Wald, über Wiesen und natürlich an Flüsse und Seen, worin er ausgiebig baden kann. Siebtens, Labrador adoptieren als Sauberkeitsfanatiker. Wenn du es liebst, wenn der Boden glänzt und sauber ist und du jedem schmutzigen Fußabdruck im Flur sofort hinterherputzen musst, ist diese Hunderasse eine furchtbar schlechte Wahl für dich. Ein Labrador nimmt jeden Tümpel und jede Schlammpfütze mit, die er findet. Er liebt es zu planschen, zu schwimmen, sich zu wälzen und sich dreckig zu machen, wann immer es geht. Natürlich kannst du deinen Labrador danach zu Hause mit dem Gartenschlauch abspritzen und ihn mit einem Handtuch so gut es geht trockenrubbeln, aber für Sauberkeitsfanatiker wird das Leben definitiv anstrengender, wenn sie sich einen Labby ins Haus holen.
Willst du dir jetzt noch unser vollständiges Rasseporträt zum Labrador Retriever ansehen? Dann klick jetzt links, um zu unserem Video zu kommen. Oder willst du wissen, welche 5 Fehler fast jeder Hundehalter beim Gassigehen macht? Dann klick jetzt auf das Bild rechts und sieh dir unser Video dazu an.